Bei Willy Wonka und der Schokoladenfabrik hieß es The Candyman Can. Ob der Candyman wirklich cannt oder ob er nur in der Can ist, das kann ich nur rausfinden, wenn ihr dranbleibt. Bis gleich. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem ja sehr canlastigen Video heute. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ja, ihr habt auch Bock wie ich auf ein Fruited IPA. Das kommt heute von Hopfmeister und hört auf den Namen Candyman. Und ja, wenn ihr den Film Willy Wonka und die Schokoladenfabrik gesehen habt, dann kennt ihr das Lied von Sammy Davis Jr., was mir sofort in den Schädel geschossen ist. The Candyman Can. Ja, der hatte sicher nicht ein Fruited IPA im Kopf. Aber vielleicht ein anderes Biervideo aus meinem reichhaltigen Arsenal. Wenn ihr Lust habt und noch kein Abo habt, dann lasst doch gerne ein selbiges da, indem ihr hier unten auf diesen roten Knopf klickt und mich damit ein bisschen unterstützt. Ich sage danke dafür. Und jetzt widmen wir uns ganz dem Candyman, der zumindest in meiner Wahrnehmung der logische Nachfolger von dem Sugar Daddy ist. Sugar Daddy war ein mit Grapefruchtsaft infusedes IPA und das ist jetzt mit Orangendicksaft infused, also vielleicht ein bisschen milder, vielleicht ein bisschen süßer, vielleicht auch ein bisschen harmonischer, wir werden das gleich rausfinden. Ansonsten ist Gerstenmalz, Weizenmalz und Hafermalz zum Einsatz gekommen, der erwähnte Orangensaft-Direktsaft. Habe ich Dicksaft gesagt? Direktsaft. 6,0 Volumenprozent sind hier reingekommen und oder entstanden. Ja, und dann schauen wir einfach mal, was sich hier drin verbirgt. Hopfenseitig sind es Enigma, Solero und Citra. Und gerade Solero ist ein Hopfen, den ich viel zu selten habe und der richtig, richtig gut ist. Also bin da sehr gespannt, was da rauskommt, beziehungsweise in dem Fall jetzt ins Glas kommt. Und auch wieder die Dosen von Hopfmeister. Die Flaschen, das haben ja ein sehr eingängiges Design, aber die Dosen, die folgen da jetzt mit diesen etwas geografischen, was rede ich denn heute, mit diesen geometrischen Formen. Das erinnert mich so ein bisschen an Tetris und ja, jetzt spüren wir Bier-Tetris. Wir haben eine sehr gleichmäßig und richtig dick getrübte, dunkelgoldene Farbe, eine, ja, anderthalb Fingerbreite Schaumdecke eines Schaums, der aber Sugar Daddy gleich, nein, Candyman-like, sich zuckersüß an das Gläschen legt. Und ja, schöne schneeweiße Farbe, nicht zu kompakt. Das gefällt gut, wenig Kohlensäure zu sehen, aber das liegt eher an der Trübung, nicht an der Tatsache, dass sie nicht da wäre. Hoho, hohoho. Also kräftiges Orangenaroma. Aber tatsächlich eher so auf der saftigen Seite. Also nicht so zestig irgendwie, sondern richtig saftig. Riecht ein bisschen wie Orangensaft. Wenn da nicht so ein bisschen blumig, hopfige Noten wären. Bisschen Maracuja. Dezent Mango vielleicht. Mango, oder? Oh, aber ist schon sehr orangenlastig. Also wenn man jetzt die Augen verbinden würde, ich würde sagen, das ist ein Orangensaft. Wie gesagt, wenn da eben nicht so ein bisschen auch das helle Malz noch durchschlüpfen würde. Aber macht richtig Lust. In diesem Sinne, setze wohl. The Candyman Can. Mm. Oh. Freunde, das geht so weiter. Das ist richtig, richtig schön, kräftige Orangensaftnote. Es ist wirklich, stellt euch einen frisch gepressten Orangensaft vor, ohne das Fruchtfleisch. Das geht schon sehr in diese Richtung. Und dann kommen halt hinten so diese bisschen IPA-typischen leichten Bitter-Einflüsse drauf. Es hat also ein super weiches, samtiges Mundgefühl. Also richtig schön kräftiger, juicy Charakter. Super weich im Mund, super cremig, super fruchtig auch. Und letztendlich natürlich auch super erfrischend. Und wie es auch bei einem Orangensaft ist, es hat so eine leichte, schöne Säure mit dabei, was der Erfrischung überhaupt nicht abträglich ist, ganz im Gegenteil. Auch der Orangensaft hat auch ein bisschen Süße noch mit dabei. Also das ist alles sehr schön im Gleichgewicht. Und ich bin jetzt gerade am Überlegen,
Naja, die Grapefrucht war deutlich, hat eine deutlich säuerliche Note gehabt als der Candyman. Candyman ist natürlich ein bisschen, ja, Sugar Daddy steckt auch Zucker drin, aber der Candyman, ich glaube, der ist noch ein bisschen gefälliger und eben gesagt nicht ganz so, ganz so sauer. Aber dafür unfassbar schönes, kräftiges, volles Mundgefühl, mittlerer Körper, dezentere Kohlensäure, die ist ein bisschen zurückhaltend. Das passt aber gut, weil wer hat schon Orangensaft mit Kohlensäure? Aber weiche, samtige Textur, richtig schön cremig, angenehm, legt sich toll an den Mund und läuft auch wie die Hölle. Da ist noch ein bisschen was drin. Und der Nachtrunk hinten raus, schön fruchtig, ein bisschen mehr bittere. Liegt daran, dass es ein bisschen trockener auch wieder wird. Das haben wir ja häufig. Aber in Summe ist das echt wie ein, man sagt das ja häufig, das ist wie ein Saft, super Juiciness. Da ist es 100%, 100% 10. Genau. Oieieiei, was ist denn heute los? 110%ig ist ja der Fall. Ja, aber wenn die Begeisterung überhand nimmt, dann bleibt auf einmal die Sprache auf der Strecke. Aber ich garantiere euch, es ist mein erstes Bier heute. Also es ist jetzt nicht so, dass hier die Zunge schon schwert. Aber der Candyman, vielleicht klebt die Zunge auch ein bisschen zusammen, man weiß es nicht. Der Candyman ist schon wirklich ein tolles Werk, was da Hopfmeister in die Dose gepackt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Sugar Daddy war gut, Candyman ist für mich ein Tick weiter vorne und deshalb gibt es auch mal, jetzt muss ich das Glas wecken, für den Candyman, denn der Candyman can 4,5 Punkte für den Candyman aus dem Hause Hopfmeister in München. Wenn ihr das Bier kaufen wollt, dann schaut einfach im Hopfmeister Online-Shop vorbei. Ihr fragt mich ja immer, wo ihr die Biere dann kaufen könnt. Macht es da, wo ich es auch tue. Und das wäre der Online-Shop von Hopfmeister. So, dann soll es für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr mir sagt, ob ihr das Bier kennt, ob ihr meiner Meinung seid oder ob ihr sagt, nee, Candyman geht gar nicht. Sugar Daddy ist der Favorit. Und wer nicht für Fruited IPAs zu haben ist, der ist ohnehin bei dem Bier falsch. Aber ich hoffe, das sind die allerwenigsten von euch. Dann soll es für heute gewesen sein. Ich bin raus. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.